live am 2 im Stricker Studio 1. Ich habe einen besonderen Gast heute, und zwar den Bruno Moser. Der Bruno Moser ist Regierungsratskandidat für den Kanton Bern. Das schon seit längerem Zeit. Er ist schon fast ein Veteran. Du hast schon ein paar Mal beworben. Guinness Book of World Records. So manchmal wie ich noch nie einen probiert. Genau, also du hast es schon in dem Fall, das sind alle 4 Jahre Wahlen, nehme ich an. Es sind alle 4 Jahre und dann zwischendrin gibt es, weißt du, wieder einer zurücktritt. Mhm. Das Spiel ist ja dort auch, dass die Gewählten lassen sich wieder wählen. Und kaum sind sie wieder gewählt. Es ist ja sicher, dass du gewählt wirst in der Wiederwahl. Kommen sie dann sagen, oh, wieder ein bisschen mehr Zeit mit der Familie oder wieder ins Privatwirtschaft zurück. Und dann bleibt der Sitz mit der Partei. Ah, darum gibt es eigentlich keinen ordentlichen Rücktritt auf Ende von einer Legislaturperiode. Genau. Darum verhindern sie das, lassen sich wieder wählen und treten einen ab. Und das finde ich schon wieder mal ein beschissen Verrat. Ja, unfair. Du bist in keiner Partei? Nein. Hast du auch eine gegründet, damit sie mich nicht als Partei losschimpfen, was sie schon mal machen. Dann haben wir immer als Partei frei bezeichnet. Aber das, Medien wollen das nicht. Und ja. Jetzt habe ich schnell klein geschrieben, Menschen Doppelpunkt Partei gegründet. Da ist jeder dabei, der nicht hat gesagt, er will nicht dabei sein. Das kenne ich mit dem Los und Frei. Ich war ja früher bei den Freidenkern und für die Training von Kiel und Stadt mich eingesetzt. Und dort ist darum, haben sie immer geheißen, wir sagen konfessionslos. Und dann haben wir dann gesagt, wir sind konfessionsfrei. Es hat eine ganz andere Energie dahinter in diesen Wörtern, oder? Mhm. Also, ja. Bei Los fehlt dir etwas. Wenn du frei bist, bist du frei. Dann fehlt dir nichts. Jetzt, obwohl du nicht in einer Politik bist, kann man dich nicht zuordnen. In der Links, in der Rechts, in der Anti-Elitär, in der Pro-Elitär, was immer. Ich würde sagen, das Mitte in der Mitte. Für einen Menschen. Der Rest drumherum. Das ist ein Spiel, das ist eine Show. Das Links-Rechts, oder das ist eine Show. Das ist die Leute gegeneinander aufhetzen, aufwiegeln. Die Spalterei, die wir jetzt erleben. Aber das läuft seit 100 Jahren so. Also wieder Ken Jebsen, oder? Meine Zielgruppe ist der Mensch. Ja, definitiv, ja. Macht es nicht schwierig, wenn man so ganz in der Mitte ist, dass man dann ein bisschen, wie soll ich sagen, dass man, wenn man, dann hat man quasi wie per Definition keine Ecke und Kante in der Politik, oder? Vielleicht als Mensch schon, aber in der Politik, wenn man in der Mitte von der Mitte ist, also quasi rechts von der CVP und links von der FDP, dann ist man in der Mitte, oder? Und haben etwas falsch verstanden? Ja, das ist von SP zu SVP genommen. So. Also ich bin einfach, ja, mich interessiert die Politik eigentlich nicht. Das ist ein Spiel. Das ist eine Verhökerung vom Volk. Mir geht es um einen Menschen, mir geht es um die Freiheit des Menschen. Um die Selbstverwirklichung, die Selbstverantwortung. Und wie tust du das in einer potenziellen Wählerschaft vermitteln, dass du eine Art Politik schlecht findest, aber für Politik kandidierst? Sagst du, du willst Politik abschaffen, oder? Oder was ist denn das Argument, das man dich wählt? Ja, eigentlich ist sie überflüssig, soll ich sagen. Ja, wir reden jetzt ja auch von einem Regierungsrat nicht. He? Das, wir haben ja keinen Kanton mehr, wir haben keinen Bund mehr. Das sind alles Firmen. Das ist ein Firmenkonstrukt. Und von dem her schaue ich das mehr als ein Management an, das dort den Kanton managt. Ich tue den Kanton wie ein Grand Hotel neu vergleichen. Da brauchst du schon einen, der für die Gartenanlage zuständig ist, einen, der für die Haustechnik zuständig ist und so weiter und so fort. Also machst du als Manager von dieser Firma Kanton Bern AG, du schaust dort, dass du das bestmöglichste Resultat anbringst. Bist du da jemand, der sagt, quasi, es gibt die Mensch-Person-Debatte? Bist du da drin? Dort bin ich auch drin, ja. Also du bist ein Mensch und keine Person und du hast gewisse Gesetze oder gewisse Verordnungen oder gewisse Sachen, die man dich unterwerfen lassen will. Zumindest möglichst nicht versuchen, unterwerfen zu lassen, weil du Mensch bist und darum zum Beispiel gewisse Gesetze nicht gelten, wenn es von Personen redet. Oder? Ja, absolut. Einfach, was wir schon lange sagen, auch, ist, wir leben in einer absoluten Willkür. Wenn die kommen mit der Pistole am Halfter da, dann musst du nicht gross diskutieren. Und es wird einfach wirklich alles ignoriert. Wenn du auf die sogenannten Behörden gehst oder Ämter und sagst, die sind eine Firma, kannst du noch eine TUNS-Nummer oder UID-Nummer anlegen.
das interessiert sie nicht, darüber reden wir heute nicht. Und ja, das muss aufhören. Wir sind frei und du gehst, alles, was du machst, für das hast du, wie soll ich sagen, eben, deine Eigenverantwortung, das zu machen. Man kann dich nicht zu etwas zwingen. Oder eben schon. Also Michael Bubendorf hat interessante Sätze gesagt, wenn du, eben der Staat ist eigentlich nicht zu dir, vordergründig. Aber egal, wie klein dein Delikt ist, wenn du einen Parkbus bekommst, ich hoffe, ich zitiere ihn richtig, wenn du einfach weigerst zu allem, am Schluss stehen bewaffnete Polizisten in deinem Haus hinein und nehmen dich mit. Das ist ja so, ja. Mhm. Und mit diesem Steuerding, das wir haben, ich habe sie dann noch gezahlt, schon vorab. Also eben wir, mit den Steuern, die wir auferlegt bekommen, finanzierst du all das, was du eigentlich nicht willst. Aus Feldern hat das Geld für das, was du willst. Mhm. Ich habe das schon langsam ein bisschen verstanden. Eben bei den Freidenkern ist es darum gegangen, um Trennung von Kirche und Staat. Viele Libertäre finden aber, dass der Staat selber auch eine Art von Religion ist, wo uns quasi die Wiege gelegt wird und dass durchaus das Leben ohne Staat möglich wäre. Und dass wir das aber so eingeimpft bekommen, von früh auf, dass die meisten Leute sich gar nicht Gedanken machen und einfach in die sogenannte Demokratie hineingeboren werden und das einfach alles ohne zu hinterfragen akzeptieren. Siehst ja, das ist ja so. Also, als ich hier niedergekommen bin, habe ich mit dem Herrgott hat mir nicht gesagt, Bruno, wenn du hier runterkommst, musst du das und das und das und dann machen wir dann eine Covid-Pandemie, da musst du ja mitmachen und weiss nicht was alles. Mhm. Er hat gesagt, Bruno, geh hier ab in Garten Eden und tu dich verwirklichen, mach das Beste aus dir selber, bring möglichst viel mit oder tu Beiträge ans Allgemeinwohl. Aber nicht über das, dass man mir eben Geld abschröpft. Mhm. Du musst daran denken, dass wenn alles zusammenzählst, also die Steuern direkt, oder, dann kannst du Krankenkassen dazu nehmen, du kannst dann die Beilagen, Seraphen, wie sie sich jetzt neu nennt, dazu nehmen, die Autobahnvignette, Mineralölsteuer, CO2-Abgabe. 80-90% von deinem Einkommen geht zurück an den Staat. Sind es so, ich gewusst, dass es über 50% sollen sein, aber sind es 80-90%? Kann man das belegen? Wenn es zusammenzählst, ja, kommst du da drauf. Wo du darfst dann nicht vergessen, es gibt noch so einen kleinen Multiplikatoreffekt. Wenn ich ins Migros gehe, wer zahlt der Verkäuferin ihre Einkommenssteuer? Die Einkommenssteuer für Verkäuferin? Sie selber? Nein, ich. Klar, sie kostet sie hat darum mehr Lohn. Ja, darum ist das Produkt teurer, das muss ich ja zahlen. Also da weißt du, es gibt so einen Doppler-Effekt an auf uns, wo einfach Steuern auf Steuern auf Steuern draufkommen. Mhm. Wenn alle es abwälzen oder ja. Die Leute haben das Gefühl, wenn wir Firmen versteuern, ist ja gut, dann muss ich es nicht zahlen, aber denke ich nicht daran, wenn Firmen besteuert werden, haben sie einen Wettbewerb mit härteren Voraussetzungen, schwierigeren Voraussetzungen und dementsprechend müssen sie mehr für das Produkt verlangen, damit sie überhaupt überleben können. Natürlich. Also ich sage auch immer, weißt du, Hayek kennt schon Swatch nicht. Mhm. Ja, warum muss er im asiatischen Raum produzieren? Weil es hier einfach zu teuer ist, Arbeiter zu haben. Mhm. Allein Krankenkasse, wenn du das nimmst. 300, 500 Franken, oder? Muss ich ja als Chef am Bürzer geben. Ist im Lohn drinnen. Ich weiß, ob das so sagen kann. Ja, mal. Ich muss ihm ja. Wenn ich ihm die nicht gebe, kann er nicht arbeiten, kann er nicht leben. Ja, aber gut, für die 300, 500 Franken da kann ich bis zu 10 Chinesen anstellen. Mhm. Also muss ich ja fast. Ich muss zwungenermaßen entweder hier rationalisieren, maschinieren, automatisieren oder die ganze Produktion auslagern. Noch einmal anders gehen. Dann sind wir wieder hier mit Arbeitslosen. Die müssen wir ja wieder finanzieren. Oder? Mhm. Dann musst du höhere Arbeitslosenbeiträge einfordern. Das kostet ja wieder. Mhm. Ich will das Produkt auf einem internationalen Markt stellen. Ja, wenn ich teurer reinkomme, dann kann ich es nicht verkaufen. Dann bin ich nächstes Jahr nicht mehr auf dem Markt. Mhm. Als wir zuerst miteinander telefoniert haben, sind wir auf ein Thema zu sprechen gekommen, das mich interessiert. Meine Statistik aber noch viel mehr. Ein grossartiges Thema, wo man jetzt auch könnte fließenden Übergang machen. Und so geht es um die Land Value Tax, also um Bodenwertsteuer, glaube ich, heisst die auf Deutsch. Bodenwertsteuer, Bodenwertabschöpfung. Abschöpfung, genau. Und wenn ich tue mir das laienhaft zusammenfassen und dann kannst du mich korrigieren. Okay. Grundsätzlich geht es darum, dass man eigentlich alle Steuern könnte abschaffen könnte. Und die einzige Steuer, die man einführen würde, ist eine Bodensteuer. Das heisst mit anderen Worten, dass man
und du musst mich korrigieren. Darf ich schnell? Darf oh, ja, machst du besser. Nein, ja. Ist gut, was du erzählst oder was du verstehst. Darum habe ich ja schon Bodenwertabschöpfung gesagt. Eigentlich ist es nicht eine Steuer, sondern es ist eine Gebühr, eine Nutzungsgebühr für das Privileg, einen Standort können zu nutzen. Tust du die Allgemeinheit kompensieren, die diesem Privileg entspricht. Also es ist eine Nutzungsgebühr und weniger eine Steuer. Und wenn ich es richtig verstehe, ist die Theorie, also die Idee dahinter ist die, der Boden gehört allen. Und dementsprechend, wenn jemand, das soll man nicht können besitzen, man soll es eigentlich können, eben quasi mit, über Gebühr nutzen dürfen. Es ist nicht wie eine Stockwerkeigentümerschaft. Es wird eigentlich allen, aber du hast das exklusive Nutzungsrecht für deine Wohnung, nur du darfst in deine Wohnung hineingehen. Ja, du könntest es noch eher fast mit einem Baurechtszins vergleichen, wo das Haus ja dir gehört, aber du zahlst eine Nutzungsgebühr für den Boden dort. Genau, dann kann man das Haus dafür billiger kaufen, aber hat nachher eben, dann, eben die Pacht, die Anführungszeichen, die man dann muss, einen Eigentümer vom Land abzahlen. Und du meinst, der Eigentümer vom Land wäre in dem Fall nicht eine Privatperson, sondern der Staat? Es kommt dort schon wieder etwas anderes rein, was eigentlich noch wichtig ist zu verstehen. Boden kann niemand machen, der ist Gott gegeben. Ja? Der Wert vom Standort, den machen wir auch, also Gesellschaft. Wir stellen ja eine Infrastruktur an. Könnte es noch vertiefen, aber grundsätzlich ist es so, man hätte dann noch einen Staat, der die Einnahmen dann hätte. Das wären nicht private Leute. Das wäre dann irgendwie eine Organisation. Gemein. Man kann es nennen, wie will. Man kann auch sagen Staat. Man kann sagen Staat gehst eben das schon weit wie zu Schweiz angehen oder so. Aber ich würde du würdest es auf der Gemeindesebene einziehen. Ja. Und damit die Leute das verstehen, die Idee ist eigentlich die, wenn wir jetzt ein Studio hier haben, im Bronschhofen, sagen wir mal, da kostet 2'000 Franken Miete. Wenn wir das gleiche an der Bahnhofstrasse würde ich wollen haben, würde das 20'000 Franken Miete kosten. Genau. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass man sagt, wir haben alle Steuern vergessen, aber da die Steuern tun wir einkassieren. Also der Unterschied von den 18, also da ist schon ein bisschen mehr wert, dass irgendwo auf dem Centis oben, sage ich mal. Aber Centis könntest du auch gut verlangen. Stimmt. Oben. Aber irgendwo auf dem Weg zum Centis. Aber sagen wir es der Einfachheit halber, die 18'000 Franken Unterschied von einem relativ wertlosen Standort zu einem sehr teuren Standort, das wird vollumfänglich abgeschöpft. Das heisst, wenn ich das Gebäude anstelle, oder das Häuschen hier, und ich komme da 2'000 Franken Miete über und ich komme in Zürich 20'000 Franken Miete über, dann kann man weiterhin davon profitieren, was man von Miete kann verlangen kann, aber eben nur den Mietpreis von einem billigen Standort und nicht den Mietpreis von der Zürcher Bahnhofstrasse. Die Differenz muss man dann abführen. Die Differenz wird eigentlich abgeführt. Vollumfänglich. Ja. Eigentlich. Ja, dass der William Vickery, der Nobelpreisträger, hat gesagt, ja, lass denen noch so ein bisschen Anreiz für ein wirklich gutes Management. Nimmst 95% oder was? Lass am Immobilienbesitzer noch einen Teil. Und das würde lange, um alle anderen Steuern abschaffen? Das würde absolut lange, ja. Und wieso weißt du das? Also für mich ist es so abstrakt, sich das vorzustellen, wie viele Einnahmen das man dann hätte. Ist das ist, weil du dir nicht bewusst bist, und darüber wird eben auch nicht geredet, wie viel Bodenrente hier in der Schweiz gezahlt wird, wenn das alles zusammenzählst. Wie kann man das herausfinden? Oder wie? Ja, eigentlich ganz einfach. Im Kanton Bern haben wir die Steuerbehörde, die Finanzbehörde, haben ein Grundinformationssystem, GRUDIS. Und jede Liegenschaft und jede Parzelle ist ja dort eingeschätzt. Geschätzt bezüglich Steuern. Was der Wert ist. Gut, das ist ja nicht der Marktwert. Das ist nicht mehr ein. Das ist ein anderes Spiel, das sie spielen. Sie gehen von 70% aus. Ja, dann kannst du kannst auf 100 ausrechnen. Also 70% von? Vom Marktwert. Vom Marktwert. Ja. Und das ist auch wieder so ein Spiel. Der Staat gibt dir dann das Gefühl, wenn du nennen, sagen wir, du hast ein Haus, ist eine Million wert, und dann kommen sie und sagen, es ist nur 700'000 wert. Dann hast du das Gefühl, oh. Ich zahle weniger Steuern. Ich zahle weniger Steuern. Ja, sie können einfach den Steuerfuss senken. Das spielt auch keine Rolle, oder? Mhm. Weil alle Häuser zu billig eingeschätzt werden. Ja, alle zu billig eingeschätzt. Also bringen doch Werte an, die effektiv am Marktwert näher sind. Mhm. Jetzt,
genau wie der Land Value Tax oder der Quote, wie man immer will sagen, das Problem ist an dem ganzen Ding. Ich habe jetzt auch etwa, sagen mal, so etwa 2 Stunden über das unterhalten. Und es ist sehr schwierig, das zu vermitteln, erstens. Also zumindest ich, oder ich bin schwer vom Begriff. Und das Zweite ist vielleicht auch, eben, man kann jetzt, also ich als Laie kann nicht einschätzen, was das für Implikationen hat. Also was das für, was so eine Umwälzung, da müssen wir Leute enteignen. Müssen wir alle enteignen? Nein, du musst nicht enteignen. Nein. Du schiebst einfach die Steuern langsam über. Also in Amerika, wo ich auch geschafft habe, Philadelphia, wo wir das auch haben, durchführen wollten, also von Stadt her, wobei eben ein bisschen Korruption ins Spiel kam, dann hast du gesehen, wer hinten dran operiert, wer dagegen tut. Dort hat man vor allem wollen mal schieben von den Steuern, vom Steuersatz. Eben, heute, wir reden von Immobilien. Das ist auch eine Verfälschung. Immobilien ist der Boden und das Haus. Jetzt musst du separieren, das ist ein Unterschied. Das eine ist eben Land, Gott gemacht, Gott gegeben, und das andere ist Kapital. Da hat jemand eine Leistung gebracht. Also wir wollen das Kapital nicht besteuern, sondern nur das Land. Wenn du 2 Häuschen nebeneinander hast, das eine wird unterhalten, sauber gemahlen, der Garten ist gemacht, dann kommt der Schatzungsbeamte vorbei und sagt, das sieht aber schön aus, es ist so viel, dann zahlt der mehr. Aber wir als Gesellschaft haben ja einen Nutzen davon, dass der zu seinem Häuschen schaut. Ein Verlotter, der heute anschaut, ist nicht so schön. Macht weniger Freude. Also schieben von der Immobiliensteuer. Die Immobiliensteuer im Kanton Bern ist limitiert auf, das, also Gemeinden können es machen, aber limitiert auf 1,5 Promille. Bei einer Millionenhütte ist es 1500 Franken. Mhm. Also jetzt nimmst du die schon mal weg und du fährst nur noch den Bodenwert davon. Abschöpfen. Quasi dann sagst du, alles, was quasi das Haus selber an Wert generiert hat, das kannst du haben. Das ist dies. Und das ist aber dann gleich viel Geld, egal ob das in Unterengstringen oder eben auf dem Zürich-Bratenplatz steht. Du kannst gleich viel, es ist gleich rentabel für den Besitzer, ob er eine Wohnung an der Zürcher Bahnhofstrasse vermietet oder im Appenzell. Im Prinzip ja. Er kann wahrscheinlich eine Wohnung ein bisschen. Du hast die Idee dahinter, teurer, oder? Ja. Er kann auch eine Wohnung ein bisschen teurer ausgestalten. Weißt, genau, aber die identische Wohnung ja, würde grundsätzlich am Schluss die gleiche Rendite geben, egal wo sie steht. Weil man verdient schon mehr, man verlangt das 5-fache damit, das 10-fache. Aber das 5- oder 10-fache wird vollumfänglich abgeschöpft. Gemeinschaft. Ja. Und wieso? Mein Statistiker ist für mich der Rain Man ohne Knall, sage ich mal. Der ist wirklich genial für mich und der ist so ein riesen Fan von dem. Der kann mehr arbeiten, wenn ich da im Regierungsrat bin, brauche ich einen, schnell die Zahlen. Also. Aber der ist so Fan von dem, dass ich es nicht verstehe, wenn am Schluss, wie du vorhin richtig gesagt hast, wenn man die Firmen besteuert, am Schluss zahlt es doch der Konsument. Und wenn man Land, Boden Value Tax hat, dann zahlt zum Schluss ja dann auch der Konsument. Ja, richtig. Im Prinzip hast du recht, aber das darfst du eins nicht vergessen. Es ist unerarbeitetes Einkommen. Also du machst nichts, du bekommst das Einkommen, wo dir der Boden gehört, scheint. Wo du das mal die Tür müssen kaufen, oder? Ja, jetzt, wer kann es teuer kaufen, die einen guten Zugang haben zum Kapital. Also jetzt haben wir ja Negativzinsen, oder? Ja? Bekommst du irgendeinen Kredit von 10 Millionen? Nein, aber es ist ja die Leistung. Aber der andere bekommt es. Die Bank bekommt es oder Versicherer bekommen 10 Millionen Kredit und die können auch kaufen. Ah, das ist Kapitalismus, oder? Und die zahlen dann so viel mehr, dass sie am Schluss auch wieder ihre Rendite aufs Eigenkapital haben müssen, von ihren 3-4%. Und dann ist es am Schluss auch egal. Also ich komme eben einfach nicht raus. Weißt, ich würde es gerne verstehen. Ich glaube, dass etwas hintersteckt. Vielleicht noch ist, woher kommt der Wert von einem Standort? Also erstens ist es die natürlichen Begebenheiten. Am See. Zürich ist am See dort. Ja, die Limmat. Es ist kein Morast, sondern ein guter Grund.
Du das ist Alpensicht und all das Zeug. Dann ist also, Infrastruktur. Kommt die Infrastruktur, die schon ist. Du kannst es so bald schon zum Natürlichen zählen. Wenn das seit 20, 50 Jahren dort steht, dann ist es fast ein Teil der Infrastruktur. Und das Dritte ist das Private, das drum herum läuft. Du hast Restaurant, du hast Kino, du hast... Das ist Infrastruktur, oder? Nein, das ist ja privat. Das Restaurant ist privat. Aha, so. Wenn es lange aber dort was, ist, ist es auch was, was läuft um dich herum? Was bietet deine... was nennen Sie es? Durch? Kreis. In deinem Kreis. Was hat es alles? Hat es ein Migro? Hat es dieses? Hat es eins? Das tut den Wert auch lüpfen. Und man kann sagen, je dichter besiedelt, je grössere Menschenansammlung an einem Ort, desto mehr ist es dann auch wert. Im Moment? Ja, hat natürlich mit zu tun. Da steigt ja die Nachfrage. Ja. Und ich verstehe jetzt aber immer noch nicht, wieso ist die Umschichtung? Jetzt noch schnell. Jetzt zahlen wir alle zusammen, ob das arbeitende Volk, wenn es so willst nennen, oder die Unternehmer, zahlen Steuern. Damit stellen wir die Infrastruktur an. Und wer kassiert es ab? Ich nenne es die Grossgrundbesitzer in der Schweiz. Du musst nicht flächenmässig denken an auf uns, sondern wertmässig. Eben, wem gehört der Paradeplatz und Bahnhofstrasse? Das ist nicht dir und mir. Mhm. Die Banken wahrscheinlich zum grossen Teil. Banken, Versicherungen, grosse Immobiliengesellschaften. Ja. Wir sind ja in der Schweiz, 70% von uns sind Mieterinnen. Also wir zahlen konstant, um hier dürfen zu sein, um hier dürfen zu wirken, zu wirtschaften, zu leben. Du zahlst daheim in der Wohnung. Im Prinzip zahlst du am Arbeitsplatz, müsste der Chef nicht so teure Miete zahlen, könnte dir auch mehr Lohn geben. Aber Miete ist mal ein grosser Punkt. Du zahlst, wenn du ins Kino gehst, du zahlst, wenn du ins Migros gehst, du zahlst ständig, um dürfen hier zu sein. Irgendjemand, der sagt, das sei sein Boden und wenn du da drauf willst, müsstest du zahlen. Also es ist unerarbeitetes Einkommen, das die kassieren. Es ist insofern schon erarbeitet, weil man muss ein Geld kreieren, man muss wirtschaften. Geld kreieren ist nicht so schwierig. Nein, ich meine nicht so. Ich meine, wenn ich jetzt sage ich mal, 10 Millionen hätte, dann habe ich die entweder ererbt oder ich habe die selber verdient. Mhm. Und das ist dann eigentlich meine Leistung, dass ich etwas kaufen kann, was an einem Ort ist. Und am Schluss, weil ich das teurer muss kaufen, habe ich am Schluss auch in Zürich sogar weniger Rendite als im Appenzell. Da weiss ich jetzt bei Mietwohnungen oder bei so Blöcken, die zum Verkauf stehen. Da ist ja quasi an einem Ort, wo nicht so gefragt ist, hast du vielleicht 5% Rendite und in Zürich ist nur 2,5%, weil dort eine Wertsteigerung impliziert wird oder angenommen wird. Und darum hast du am Schluss sogar an diesen teuren Standorten weniger Rendite. Also ist es eine Art... Woher kommt die Wertsteigerung, die du antizipierst? Eben von der Infrastruktur, würde ich sagen, vom Rundumstaatfeld, von der Nachfrage. Vom Rundum. Also ein Ökonom, John Stuart Mill, letztes Jahrhundert oder vorletztes Jahrhundert, hat auch gesagt, Landlords grow richer in their sleep. Also als Bodenbesitzer wirst du reicher im Schlaf. Du musst nichts machen. Du kannst warten, bis es gemacht ist. Aber das stimmt für alle Arten, wo man über Zins Geld verdient. Sei das über Kredit geben, sei das über Mietzins, in Anführungszeichen, sei das am Schluss, wer Geld hat und das irgendwie investiert oder auslehnt, der will auf das Geld einen Ertrag haben. Dem sagt man Kapitalismus. Oder? Das ist ja, so läuft es. Du Geld nicht unbedingt verwechseln mit Kapital. Geld ist der Unterschied? Kapital ist etwas, wo jemand, der Tisch hier ist Kapital. Oder das Haus hier ist Kapital. Geld ist Geld auch Kapital. Ist nur ein Tauschmittel. Ist auch Kapital. Aber dann gehst du noch rein, wie wir unser Geld kreiert haben, die private Nationalbankster AG, die wir haben. Aber für aus dem Nichts raus wird da Geld... Das gibt es genau, nicht mehr. Genau, das ist ein bisschen anderes Thema. Weißt, ich könnte die Land Value Tax begreifen. Mm-hmm. Okay. Ich würde es wirklich verstehen. Ich weiss mal, etwas dahinter stecken. Sonst hätte ich heute so einen intelligenten Mensch wie mit Statistiker, der dafür für immer rumweibelt, oder? Aber ich kann es irgendwie noch nicht... Das würde ich gerne kennenlernen. Genau. Wenn ich Regierungsrat bin, bestellen habe, kann das genau. Die Zahl kommen. Ich brauche 14 gut. Tage. Ich brauche 14 Beruf Tage. Und der braucht keinen Job, glaube ich. Das ist Angebot und Nachfrage. Stimmt. Das ist eine Preisfrage. Genau. Ich kann ja mal Ferien nehmen, dort, wo er ist. Ich brauche 14 Tage. Dann kann ich im Hinterletzt im Kanton Bern ausrechnen, eigentlich, wie viel er Bürgerdividenden bekommt dieses Jahr.
Das ist ein anderes, was ich sage. Wir nehmen so viel Geld ein über den Boden, das kannst du gar nicht ausgeben. Du kannst nicht ein 15. Schwimmbad bauen. Oder eine 27. Brücke über die Aare raus. Aber wenn man dann viel mehr einnehmen würde, würde es im Umkehrschluss heissen, dass netto am Staat oder der Organisation mehr zufließt als heute. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, ja, dass dann, wenn ich in die Übergang posten, ich für die Milch noch mehr muss zahlen muss, weil ja am Schluss noch mehr Kapital zum Staat zufließt. Und alles Geld zum Staat Kapital zufließt, wie du am Anfang richtig gesagt hast, am Schluss zahlst du das als Konsument. Wenn jetzt aber mehr Geld von der Land Value Tax an den Staat fließt, oder wen auch immer, wenn man das will nennen. Gemein. Egal. Also ich sage dir jetzt einfach Staat oder an die Organisation, oder? Mhm. Jetzt im Moment fließt das Geld das wird dann, wenn noch mehr Kapital fließt zu der Organisation, dann muss die Milch noch teurer sein. Zwingendermaßen. Oder wenn man vorne 100 Milliarden eingenommen hat, jetzt sind wir 200 Milliarden ein. Die 100 Milliarden Unterschied, die muss man irgendwie einem Konsument abwälzen. Wir zahlen die Bodenwertsteuer, die zahlen wir heute schon. Einfach den privaten Bodenbesitzer zur Schweiz AG. Die das Monopolbrett hier besetzen, denen zahlen wir es. Und die können das einstecken in den Hosensack, ohne einen Finger zu rühren. Aber das ist bei jedem Zins so. Bist du gegen Kapitalismus? Oder findest du, dass die Landwirtschaft gar nichts zu tun hat mit der Wirtschaftsform? Mit dem Kommunismus oder Kapitalismus spielt gar keine Rolle? Moment, ich muss sicherstellen, dass ich es richtig verstehe. Also erst müsstest du mal Kapitalismus definieren, was dein Verständnis davon ist. Und Sozialismus funktioniert eh nicht, weil dort noch mehr Freiheiten eingeschränkt sind. Bist du gegen Verzinsung grundsätzlich? Dass man Geld verdient mit Zinsen? Ja, da glaube ich schon daran, dass das falsch ist. Und dass man eigentlich die Schulden sollte vergeben nach einer gewissen Periode. Ja. Und was wir jetzt heute haben, das wird kollabieren. Das System, so viel Geld, wie die da gedruckt haben, eingedöckelt haben, das kannst du gar nicht machen. Ja, aber ich frage mich darum, wenn man ja. Ich kann nachvollziehen, dass es Leute gibt, die sagen, Zins ist etwas Unfaires, weil da kommt jemand etwas über und so etwas tut. Auf der anderen Seite, wieso soll ich jemandem einen Kredit geben mit einem Ausfallrisiko, wenn ich keinen Profit daraus schlagen kann, der höher ist als das Darlehen, das ich gebe? Und das kann man dann auch sagen bei der Wohnung in Zürich Paradeplatz. Wieso das Risiko eingehen, eine sauteure Wohnung zu kaufen und ich muss unterhalten, weil es kann Krieg ausbrechen, es kann irgendwas passieren. Ich will auf diese Rendite haben. Ich sehe doch, dass die Welt ungerecht ist. Gewisse Leute haben viel Geld, andere wenig. Und es ist total unverschuldet, dass gewisse Leute viel haben, andere wenig. Aber ich sehe nicht, wie eine Umschichtung von der normalen Steuern auf Land Value Tax an dieser Ungerechtigkeit etwas ändert. Mal, weil die heutzutage profitieren, die du nicht siehst, die profitieren nicht mehr. Du hast nicht mehr ein Einkommen, wo du nichts dafür gemacht hast, wo du nur sagst, eben von einem Privileg her, von einem Monopol her kannst agieren. Und gehen wir noch ein bisschen zurück. Also es würde heissen, wenn wir Fussvolk keine Steuern mehr zahlen. Noch einmal, dann wird alles billiger werden. Weil der Bäcker muss ja nicht mehr Steuern zahlen. Er muss dann mit seinen Verkäuferinnen und die im Tierraum arbeiten, aushandeln, beim Lohn irgendwie so, was passiert. Es wird massiv billiger werden. Es wird massiv billiger werden. Muss ich den Dachdecker haben, den Klempner oder was auch immer, der muss nicht mehr 120 Franken verlangen pro Stunde. Der Automech muss auch nicht mehr so viel haben. Also das wird alles billiger. Mit dem Effekt. Billiger ist eben relativ, oder? Es wird einfach. Am Schluss, wenn die Leute eine Dienstleistung beziehen wollen, dann zahlen sie ja immer noch. Dann zahlen sie immer noch gleich viel wie voran. Wenn sie in ein Hotel am Paradeplatz gehen, ist das Hotel dann nicht billiger. Mal. Oder? Das Hotel als Firma zahlt keine Steuern mehr. Aha. Die Arbeiter drinnen zahlen keine Steuern mehr.
Der Unterhalt des ganzen Hotels, musst du ja zwischendrin wieder alles rausschreissen, neu rein tun, kostet auch nur noch die Hälfte. Also das Hotel wird billiger. Mhm. Was im freien Markt dann wieder bedeuten, wenn es billiger wird, gibt es wieder mehr Nachfrage. Also es gibt das Ausbalancieren, ein bisschen von den Preisen. Und jemand müsste dann festlegen, wie viel das ein Mehrwert ist aufgrund des Standorts. Das muss dann irgendwie, das kann noch ein bisschen heikel sein, oder? Eigentlich nicht, wenn eben im Kanton Bern mit dem GRUDIS, Grundinformationssystem, das sie absolut geheim halten, wo du als Normalbürger nicht dazukommst, ist eigentlich das Grundbuch in elektronischer Form. Ja? Mhm. Und da sind alle Werte und alles drin. Also ich kann schauen, wenn ich den Paradeplatz 1 habe, sehe ich, was der Paradeplatz 2 oder 3 zahlt, an Bodenwerten. Mhm. Und ja, dann kann ich das vergleichen. Also wenn ich pro Quadratmeter am Paradeplatz 10'000 zahle und der andere nur 5'000, sage ich, Moment, etwas stimmt hier nicht. Und dann schaut man das an. Dann sagt man, du hast auch zu viel, du hast zu wenig. Du musst ausgleichen. Aber das ist der Tür und Tor offen für Korruption und Heflitik. Nein, nein, du musst die Zahlen veröffentlichen. Also in Philadelphia haben wir das auch gehabt. Mhm. Die Stadt hat zuerst nicht wollen, die Daten veröffentlichen. Und dann sind sie irgendwie rausgerutscht und dann hat der Private hat so eine Datenbasis, eine Webpage aufgetan. Und dann hast du können schauen, Bahnhofstrasse 1 bis 99 oder was auch immer du wolltest, wie sind die Schätzungen? Was ist das sieht man im Kanton Bern nicht, das ist kein. Das halten sie relativ geheim, ja. Was eine Sauerei ist. Wir zahlen sie als Bürger und wenn ich einen Grundbuchauszug will, muss ich 10 Franken zahlen für einen. Nein, mich interessiert die ganze Strasse. Und ich könnte die ganze Stadt oder eine Gemeinde ausmappen. Weißt du, innen, wo es teuer ist, machst du rot und gegen raus. Genau, ja, wäre interessant. Ja. Dann könntest du das so ausmappen, dann siehst du das haargenau, wo die Preise wie sind. Gibt es auf der Welt einen Ort, wo man das mal konsequent exerziert hat? Konsequent nicht, aber Taiwan hat das eingeführt. Singapur. In Amerika gibt es mehrere Städte, die eine Verschiebung von der Immobiliensteuer vom Haus, vom Kapital auf den Boden gemacht haben. Wie sieht es in Singapur aus? Also, da zahlen die Leute keine Steuern mehr, man hat nur noch die Land Value. Man schöpft relativ viel ab über so Land Value Tax Prinzipien. Das kannst du auch mit. Also der William Vickery, noch ein Nobelpreisträger, hat gesagt, weißt, im Prinzip sollte es gratis sein, Tunnel zu nehmen, um nach Manhattan hineinzufahren. Aber zu gewissen Zeiten wollen so viele Leute reingehen, dass es einen Stau gibt. Mhm. Und dann kannst du eine Gebühr verlangen. Und dann kann jeder selber entscheiden, ist es mir wert, die Gebühr zu zahlen? Oder warte. Gehe einen Kaffee trinken oder was, und dann, wenn es nicht mehr so viel hat. Das wäre mit dem ÖV auch so, wenn die Züge dermaßen überfüllt sind, zwischen 5 und 6, zwischen Bern und Zürich oder was auch immer. Ja, dann kannst du ja sagen, da zahlst du halt nur 5 Lieber oder aber 10 Franken. Da haben sie in Zürich schon diskutiert, in London schon eingeführt, dass man zu gewissen Zeiten Geld zahlen muss, sehr viel Geld zahlen, sondern in die Innenstadt gehen. Und du hast jetzt gesagt, in Singapur ist das zum Teil durchgeführt worden, ein gewisser Prozentsatz. Bist du auch nicht Gefahr, wenn man jetzt am Staat etwas beauftragt, dass einfach am Schluss noch mehr absahnet? Nein, dass er beides kassiert? Also am Staat traue ich nicht. He? Es ist nicht der Staat, es ist Gemeinde. Gemeinde? Ja. Weil auch Staat ist, oder? Aber ja, ich hole es drum, ich hole es, wie soll ich sagen? Sachen sollten viel mehr Gemeinsautonomie sollte viel stärker sein. Mhm. Nicht, dass man am Zapfen hängt vom Kanton. Mhm. Nicht, dass wir als Gemeindebürger am Kanton Geld schicken und er uns dann, wenn wir uns gut benehmen, wieder ein bisschen zurückschickt. Dass man viel mehr Freiheit hat, als Gemeinde zu gestalten. Dass also der Gemeinde das Zeug kannst gestalten, ja. Und dann schöpfst du es ab. Wenn du Congestion Charge, nennt man das, Stau. Wenn es im Stau, wenn es einfach viel hat, dann kannst du ja Gebühren einführen. Aber der ÖV generell sollte gratis sein. Weil ein Zug, ein Tram, ist nichts anderes als ein Lift in einem Gebäude, das flachgelegt ist. Ja?
Wenn nach Zürich-Oerlikon kein Tram, kein Zug und nichts geht, dann zahlst du Oerlikon fast nichts. Aber weil du angebunden bist an die Stadt, mit dem ÖV zahlst du mehr. Mit dem Wort gratis sind immer ein bisschen Mühe. Es gibt auf Englisch den Satz, there is no such thing as a free meal. Es gibt also etwas wie das Gratis-Essen gibt's nicht. Am Ende zahlt so immer jemand. Richtig. Das stimmt schon, dass immer jemand zahlt. Aber neun ist, wenn du den Kanton Bern oder die Stadt Bern oder die Stadt Biel nimmst, es ist ein Management von einem Grand Hotel. Also tust du schauen, wie in einem Hotel innen, der Lift läuft. Im Hotel zahlst du nicht für einen Lift extra. Er ist einfach dabei und er läuft. Und weil es einen Lift hat, zahlst du. Dann machst du ÖV gratis, in Anführungszeichen, weil du bist ja ein Bürger und der Zug ist da ist ein Lift in der Horizontale, aber am Schluss zahlt jemand die SBB dann doch, nehmen wir einfach mehr Steuern. Nein, Steuern gibt es ja nicht mehr. Land Value Tax. Land Value Tax, dann kannst du ja gerade Bahnhöfe nehmen, die SBB ist ein wunderbares Paradebeispiel, wie hier auch wieder öffentliches oder allgemeines Gut werden verschärft worden sind. Ich kann mir nicht. Ich denke vielleicht zu klein. Es ist für mich schwierig zu bestimmen. Ich kann nicht recht glauben, dass man einfach sagen kann, wir dürfen alle Steuern abschaffen, Krankenkasse, alles abschaffen, alles weg. Und wir haben leider die Land Value Tax, sagt nur die Namen, um alles zu zahlen. Nimm Krankenkasse zum Beispiel. Also jeder hier zur Schweiz AG muss eine Krankenkasse haben. Dann kommen wir jetzt als Kanton und sagen, weißt du was, wir müssen ja nicht 50 oder 100 verschiedene private Firmen haben. Wir wissen ja, was etwa Gesundheit kostet im Jahr. Also wenn du dich anmeldest im Gebiet des Kantons Bern, bist du automatisch gesundheitsversichert. Geh zum Doktor, geh ins Spital, wenn du etwas hast. Für das haben wir einen Spitäler. Und noch einmal dort in einer Gemeinde, wo du ein Spital hast, sind die Miete ein bisschen höher, weil du das Spital nebendran hast. Irgendwie. Da gehen die Leute aber noch mehr zum Arzt, weil sie keine Franchise haben. Weil sie keine wenn du das Problem wert werden, kannst du dann immer noch so ein bisschen. Halt eine Gebühr. Ob ich eine raffe Gebühr zahlen oder Zwangssteuer aufs Fernsehen schauen? Wenn du nie zum Doktor gehst, kommst du noch 500 Franken über ein Jahr. Oder einmal kannst du gehen, zu einem Check-up oder irgendetwas. Ich glaube, was ich bräuchte, um mich überzeugen zu lassen, das ist wirklich die Rechnung, dass man sieht, dass die Land Value Tax allein gelangen, um alles andere zu zahlen. Also, dann gehst du mit deinen Statistiker und schaust, dass man und Bern mir Zugang zu Grudis gibt. Und keine 14 Tage ist das ausgerechnet. Im Detail praktisch überall Leute. Wenn ich noch Zugang habe zu den Steuerdaten, dann weiss ich, wo der Daniel Stricker wohnt. Ich weiss, was er dort zahlt eigentlich. Ich weiss, wie viel. Wo du wohnst, wie viel Bodenwert dort zusammenkommt. Ich weiss, wie viel Steuern zahlt hast bisher. Das kann ich dann miteinander verrechnen. Ich habe praktisch alle Zahlen über dich. Das kann ich dann sauber ausrechnen. Was würde passieren, wenn wir das jetzt für einführen? Von einem Tag auf den anderen, wenn wir sagen, jetzt haben wir 100% Land Value Tax, alles andere wollen wir abschaffen. Was würde das bedeuten für eine Liegenschaft am Paradeplatz? Würde die im Wert gerade kollabieren, oder? Du hast das Kapital, was Steine sind, was der Beton ist, und du hast den Standort. Nein, weil von jetzt an, wenn du darauf etwas betreibst, gut, es hat viele Banken, aber es hat irgendwie einen Sprüngel, ich glaube auch noch einen Ecken. Der gehört es nicht, der tut nur Mieten. Aber wenn ich jetzt ein Hotel habe, als schönster Lage in Zürich, dann kommt die Land Value Tax und dann kommt auf den anderen eigentlich all der Gewinn, der daraus rauskommt, dass mein Haus am als schönster Lage in Zürich steht, statt in einem Kanton Glarus oder Jura. Darum kannst du auch 500 Steine. Das würde heissen, wenn ich das Hotel verkaufen will, weil ich jetzt auswandern will oder so, dann käme ich einen Bruchteil nur noch für das Hotel über. Nämlich so viel, wie ich überkäme im Kanton Glarus für das gleiche Hotel. Ja, den Boden kannst du nicht mitnehmen. Neun ist der, hast du nicht gemacht. Und das ist aber den haben wir mal teuer gekauft. Gibt eine grosse Ungerechtigkeit, oder? Ich habe für 50 Millionen etwas gekauft, haben wir verschuldet bei den Banken, Kredit aufgenommen, damit er es leisten kann. Dann kannst du ja der Bank sagen, übernehmen sie. Die werden schon wieder schauen, dass du weiterführst. Nein, die willst du nicht mehr, die willst du verkaufen.
du willst gehen. Ja. Und das ist das ganze Ersparnis drin. Und am Schluss kommst du ab 50 Millionen oder 5 Millionen über in dem Kanton Jura, hat es nicht mehr gegeben für das Hotel. Das ist natürlich, Zürich ist immer noch attraktiver für Touristen als im Jura. Aber da musst du abführen. Da, der Boden hat darum mehr Wert, wie du bessere Auslastung vom Hotel hast. Ja, nein, du hast natürlich einen Restaurationsbetrieb damit, du hast dieses damit und du verdienst im Hotelbetrieb. Mit einem vollen Hotel, mit vielen Gästen, wo du bessere Auslastung hast im Kanton Zürich als im Kanton Jura. Ja, machst mehr, wie soll ich sagen, es ist nicht nur als Bodenrente. Das andere, was ja damit kommt, was du damit führst, was du daran verdienst. Aber neun ist. Hey, und wie komme ich? Ich bin einfach irgendwie doof. Was es auch noch mitbringt in dem Sinn. Und ein bisschen als deine Antwort. Aber dann schau noch einmal an die Schweiz, die Realität. Wir sind 70% Mieterinnen. Mhm. Ja? Es gibt kaum Betriebe, die. Wie soll ich sagen? Ja, nein, ich kann nicht sagen, kaum Betriebe. Aber auch die meisten Betriebe sind eigentlich zu Miete irgendwo. Ja? Es gibt nicht viele, die den eigenen Boden haben. Oder die es gegeben hat, wie Bali, ist der Rhein gekommen, die Bali aufgekauft. Wir hören gerade auf mit Schuhe produzieren. Das ist die beste Wohnlage als Schlafstadt von Zürich. Wir sind uns einig, in dem Moment, wo die Umstellung passiert, dass es zum Teil extreme Ungerechtigkeiten gibt für die Leute, die vor dieser Umstellung etwas gekauft haben und das auch nicht weiter betreiben. Wenn es Leute sind, dann. Es gibt auch immer so ein Beispiel, oder was ich gerne bringe als Gegeneinwand, ist, was machst du mit der armen alten Witwe, die hier im Zehrzimmer-Villa wohnt? Hä? Die braucht ja viel Platz, wenn du ein Zehrzimmer hast. Und dann zwei Sachen. Also erstens würde ich der armen alten Witwe empfehlen, sie so ein paar Studenten noch rein tun, oder einen oder zwei zumindest, der ist auch ihr gesorgt, falls sie mal umgeht oder etwas. Und zweitens können wir auch bis zum Verkauf dir, wie soll ich sagen, einen Steuererlass sozusagen geben. Dass es dann einfach nicht kannst vererben. Oder man könnte das einfach über 50 Jahre einführen, jedes Jahr 2% mehr. Und dann hat man zwei Generationen später hat man das dann geschafft. Ja, man könnte schon ein bisschen schneller gehen. Ja. Also es gibt ja massive, wie soll ich sagen, Anpassungen. Ich glaube, das ist absolut nicht mehrheitsfähig. Erstmal ist es kompliziert zu erklären, weil ich jetzt doch, also, ich weiß, ja, vielleicht kann man, andere würden sagen, ich bin dümmer als der Durchschnitt, aber ich sage mal, es ist schwer zu vermitteln, es ist schwer, Konsequenzen abzuschätzen und du wirst ganz viele Leute haben, die sagen, Herr Gottverdeli, dann ist ja meine Immobilie und ein Drittel der Leute sind Immobilienbesitzer, ja weniger wert als voran. Die Drittel Immobilienbesitzer, die musst eben, denen muss einfach klar werden, sie sind es nicht, die Bankste besitzen es. Es ist nicht ihre Hütte. Mhm. Sie ist nur da. Die Hütte gehört der Bank. Es ist unanständig, dich über zwei Stunden anreisen zu lassen und dich nachher nur melken auf das Thema Land Value Tax. Das hat mich wahnsinnig Wunder genommen. Ich könnte gerne länger darüber reden, aber ich glaube, du bist eine vielfältigere Person als nur ein Verfechter von der Land Value Tax. Vielleicht tun wir uns darum zum Thema ein bisschen verabschieden. Wir können ein bisschen wechseln, wir kommen dann auch wieder. Das hat mit dem, wie wir, was wir als Gesellschaft erleben, eben sehr viel damit zu tun. Nein, wenn alles, was du mit Lebensenergie herstellst, dir gehört und du darüber kannst verfügen, ohne dass einer kommt und die hohle Hang macht mit einer Pistole hinten dran, gimmer. Und das Geld dann verwendet wird für Sachen, wo du nicht dafür bist. Wo du nicht mal, also nicht nur, dass du nicht dafür bist, vielleicht kannst du gar nicht mit deinem Herz und deiner Seele eigentlich vereinbaren, was da gemacht wird. Der Schaden, ich weiß nicht, wie du ausrechnen willst. Erstens der finanzielle Schaden, den du hast, und dann wird dir Schaden zugeführt. Und du hast es gezahlt. Mhm. Ich musste dann lachen, als ich mit der, wie die heissen, da, Schweinegrippe vorher, Rinderwahnsinn sind gekommen, oder? Mhm. Haben sich alle entsetzt. Und ich kann schon nur diesen Kühen hier irgendwie ihre Brüder und Schwestern verfüttern oder was sie verfüttert haben und gesagt haben, darum haben wir den Rinderwahnsinn. Du musst nicht aufregen. Wer zahlt die Agrarpolitik-Subventionen? Wer zahlt die? Ich, also muss mich nicht aufregen. Ich habe es ja gezahlt. Mir ist das Geld genommen worden, dass ich zu einem kleineren Bauer könnte gehen, gutes Fleisch kaufen. Mhm. Das ist ihm genommen worden. Es ist in die Industrie, die Agrarindustrie, reingebuttert worden. Mhm. Also habe ich einen unermesslichen Schaden. Das kannst du gar nicht. Ja. Oder auch SRF musst du zwangssubventionieren und Stricker TV müsstest du nochmal etwas zahlen, aber du gibst ja sonst schon zu viel Geld für Medien aus.
Ja, du hast, und dann ist dann halt immer ein Ungleichgewicht gegenüber den existierenden Grosskonzernen eigentlich. Genau. Und jetzt können wir gleich gehen. Jetzt habe ich ein Interview gehabt, beim Schweizer Radio nicht. Ich habe so 1,5 Minuten bekommen. Zeit? Zeit. Ja, was sagst du in 1,5 Minuten? Salut zusammen, ciao zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bekomme 1,5 Minuten. Die schon gewählt sind, der alte Regierungsrat, der jetzt ständig, der kann sich ja ständig profilieren, ständig Medienkonferenzen machen, der bekommt 6 Minuten. Und bekommt dann natürlich nur, wie soll ich sagen, schöne Fragen. SRF wird ja nicht fragen, wie übernehmen wir jetzt die Verantwortung für den Schaden, den er da im Covid angerichtet hat. Wo der Kanton Bern Maskenpflicht eingeführt hat und gesagt, das ist Volksverrat. Das ist Volksverrat. Also, das geht gar nicht. Jetzt alle die, die solche Mumpitz durchziehen, wie sie jetzt im Covid gezogen haben. Jetzt alle die Leute zusammenschlagen, wenn sie gehen demonstrieren in Bern oder spazieren. Willkommen in der gelenkten Demokratie. Es ist eine gelenkte Demokratie. Und Demokratie ist auch so eine Farce, ein Hirngespinst, das man uns eingesetzt hat. Wenn du denkst, es gehen nie 100% stimmen oder wählen. 30% ist so average, vielleicht geht es mal auf 50%. Und dann entscheiden dort 50,1% gegen 49,9%. Und dann hast du ein Viertel der Leute, die Leute gewählt haben. Und die anderen 75% müssen mittraben. Es ist echt Diktatur vor Minderheit irgendwie so. Was jetzt doof ist, und das, ich sehe das ja auch, oder? Da kommt ein bisschen das liberale Gedankengut rein oder das libertäre Gedankengut rein. Das ist alles wahr. Finde ich auch. Eigentlich sollte es nicht geben. Auf der anderen Seite sind wir halt wieder beim Boden. Der Boden ist unverschiebbar, wenn ich halt an einem Ort bin. Sehr wichtig. Und möchte an einem Ort sein, sage ich einmal, dann kann ich nicht sagen, also die Strassenlampe, die will ich nicht. Also ich sage keine Strassenlampe, ich zeige so symbolisch dorthin zeigen. Die Strasse nutze ich nie, wieso soll ich für die zahlen? Ich habe kein Kind, wieso soll ich für das Schulhaus zahlen und so weiter. Und dann wird es halt schon ein schwierig, wenn man dann sagt, ja, wenn man die Strassenlaternen aufstellt, wenn man schaut, wer nutzt die, wer will die, und dann muss jeder Einzelne und dann steht sie dort und dann dürfen die Leute, die nicht gezahlt haben, die Strassenlaternen nicht nutzen. Also das heisst also mit anderen Worten, wenn man geografisch am gleichen Ort ist, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, es soll jeder nur für das zahlen, was er braucht. Und wenn er an dem Gesellschaftsvertrag mitmachen will, kann er sich ausklinken. Weil dann hat er den Effekt von der WG, dass gewisse Leute immer gerne putzen in der Wohnung. Oder? Und einer ist ein Sauhund. Und der muss nie putzen, weil er hat eine höhere Schmutztoleranz. Und dann sagen immer die anderen, du kannst auch mal putzen. Und sagen, nein, mich stört es nicht. Mir ist es gleich, wenn es dreckig ist. Und bei den anderen einen höheren Reinigungsdrang haben, sage ich mal, tun die immer selber putzen, bevor sie im letzten Rechtsdach hauset, und dann der profitiert davon. Und so wäre es dann auch, wenn wir den libertären Staat einführen, dann würde man sagen, okay, ich brauche keine Strasse. Ich brauche keine Strasse. Wie kommt dein Joghurt zu dir? Siehst du die Idee? Ja, ich sehe schon die Idee, aber es gibt öffentliche Güter. Ich hole ja das Joghurt selber, oder? Wie ist es zum Laden gekommen? Das wird über Strassen passiert sein. Also da muss man dann mitzahlen, meinst du? Ja. Das ist dann, also da hört es die Libertäre für dich auf. Dann. Bei Strassen, bei Militär, Polizei. Das hat er wirklich auch gesagt in dem Sinn. Wenn du ein Auto mietest, hat es Scheibenwischer dran. Jetzt kannst du sagen, du brauchst keinen Scheibenwischer, zahlen das nicht. Es kommt mit dem Scheibenwischer. Eine Gemeinde kommt mit einem Schulhaus, ob jetzt du Kinder hast oder nicht. Eben genau. Aber vielleicht genießt es ja die anderen Leute rundherum. Also, die haben den halt King. Da bin ich voll auf deiner Seite. Ja. Dann gehen wir durch verschiedene, sag jetzt, Phasen in deinem Leben. Wenn du 20 bist, ist es wichtig, dass du irgendwo in den Ausgang kannst gehen. Und das ist wichtig, das ist wichtig. Und dann plötzlich hast du King, dann ist der Fokus ganz anders. Aber du, in einer Gemeinde, wohnst du eigentlich in einem Päckchen. Du kannst schon sagen, ich nehme nie den ÖV, aber der Rest vom Dorf oder was, die nehmen den ÖV. Gib mir eine Billettlösung dafür zahlen. Heute noch, ja, bei mir nicht mehr. Aber eben, das ist das Problem am Libertären, das ist halt, dass man halt geografisch verankert ist. Und wenn man sagt, Steuern ist Diebstahl, das sagen ja Libertäre jetzt zum Beispiel. Das sage ich auch, das ist ja so. Ja. Genau, aber wenn Steuern Diebstahl sind, aber jemand muss dann die Strassenlaternen zahlen und jemand muss ja dann quasi die Strassen bauen. Und dann muss man ja die Einnahmen für irgendwo haben. Und dann muss man es eben doch von allen verlangen, weil doch alle davon profitieren.
es drückt sich alles im Bodenwert aus und dann schöpfst du ab. Ist das so? Ja. Alles, was gemacht wird, drückt sich im Bodenwert aus. Wenn es gut ist, wie wenn es schlecht ist. Also jetzt die... Also ein Schulhaus hat wahrscheinlich schon gewisse Liegenschaftskosten, aber es sind vor allem Lehrer, sind vor allem... da brauchst du einen Abwart, brauchst Aufsicht, was ich was alles. Und da ist nicht im Bodenwert drin. Ja, mal, der Betrieb von einem Schulhaus, wenn eine Gemeinde kein Schulhaus mehr hat, jetzt, und Biel hat auch viel gegeben, wo einfach die Schulhäuser zugetan worden sind, jetzt werden die Kinder hier eine halbe Stunde gekarrt mit einem Auto. Es ist auch weniger attraktiv, dort oben zu leben. In diesen Dörfern. Meinst du, es drückt sich alles im Bodenwert aus? Covid hier, der Schaden, das drückt sich auch im Bodenwert aus. Erstens hat man Ressourcen, Gelder verschleudert, verschwendet, wo man andersweitig können brauchen. Wir können schon das Thema wechseln, ich bin offen dafür. Aber eigentlich sind wir nicht bei dem Thema. Das Problem am libertären Gedanken ist, dass du eigentlich zwingendermaßen in Infrastruktur reinkommst. Und die Infrastruktur ist sehr teuer. Und du kannst einfach sagen, ich brauche eine Strasse. Wenn der Strassenwäscher nicht mehr Steuern muss zahlen, ist er schon wieder billiger. Das ist ja auch so ein Witz. Warum zahlen wir Lehrer an einen Lehrer oder sonst irgendeinen, der etwas Sinnvolles macht, für die Allgemeinheit? Warum muss der Steuern zahlen? Aber eben, am Schluss kommt die Kohle dann doch. Es kommt einfach in Form von der Land Value Tax. Und ich... Und die ist mehr als neutral. Es geht mir nicht in Grind hinein. Du musst einfach davon ausgehen, jede Steuer hat negative Effekte, führt zu irgendeinem Verhalten. Steuern tun etwas richtig steuern. Sie steuern sehr stark steuern, ja. Also das geht einfach weg. Mhm. Und noch einmal, du musst nicht... Aber andere Probleme löst es ja nicht. Es wird einfach ein grosses... Es löst natürlich viele Probleme. Noch einmal, wenn die Arbeitskraft in der Schweiz billiger wird, dann kann ich als Unternehmer mehr Leute anstellen. Aber wird sie billiger, wenn immer noch 100 Milliarden pro Jahr zum Staat geht? Statt in Form von Steuern und Mehrwertsteuern und Krankenkassen, einfach in Form von Land Value Tax. Es ist immer noch gleich unterm Strich. Es ist 100 Milliarden wird Krankenkassen, wenn wir die, bei mir gibt es Gesundheitsversorgung. Die ist einfach dabei. Da haben wir 50 Unternehmungen, die heute gegeneinander konkurrenzieren. Die sind weg. Die brauchen aber wir nicht. Aber das hat nichts mit Land Value Tax zu tun. Mal in dem Sinn, dass ich Gesundheitsversorgung einfach garantiert mitgebe, wenn du im Kanton Bern angemeldet bist. Kannst du in jedes Spital gehen. Gut, ich sehe schon, dass man da Verschlankungen hat, natürlich, auch wenn man so ein passives Grundeinkommen machen würde, dann hat man doch wahnsinnige Verschlankungen im Prozess. Aber grundsätzlich, wenn man einfach sagt, man die 100 Milliarden pro Jahr, die man am Staat in Rache hineinwerfen, jetzt nicht mehr über 100 verschiedene Steuern zuführen, sondern nur mehr über Land Value Tax. Mhm. Am Schluss hat man immer noch 100 Milliarden Volksvermögen, die zum grössten Teil ineffizient verbraten wird. In der Hosensäck verschwindet in einem Grossgrundsitz zur Schweiz AG. Denen, die Bahnhofstrasse gehört, denen, Flughafen Zürich. Und die zahlen auch wieder Steuern. Die zahlen auch Einkommensteuern. Ja, das können sie sich dann sparen, der Steuerberater. Das ist ja, wenn man sich das jetzt vorstellen. Also, wir die Leute ausbilden an der Uni oder sonst Fachhochschule, oder wie man das nennt. Und dann der eine geht als Steuerberater arbeiten und der andere schafft bei der Steuerbehörde. Wir haben einen riesen Brainpower-Verlust dann auf uns, weil die sich sozusagen aufheben. Der Steuerheini vom Kanton Bern, Bruno Knüssel, Namen ist Omen, Knüssel, der hat das immer, gewehrt gegen die Bodenwertsteuer. Absolut, oder? Er hat aufgehört nach sagen 20 Jahren Dienst. Was hat er gemacht? Eine Firma aufgetan für Steuerberatung. Mhm. Hurensohn, jetzt hast du 20 Jahre lang Steuergesetz formuliert, jetzt verkaufst du das Insiderwissen auf der Seite wieder. Geht nicht. Und eben, die ganze Steuerbehörde, das brauchst du nicht mehr. Der Bodenwerteschatten ist das Einfachste. Ich sehe schon, ich sehe den Charme dahinter und ich sehe auch den Nutzen. Bleib im Charme drin und Ich sehe auch den Nutzen von einem passiven Grundeinkommen. Dass einfach jetzt, wo immer mehr Robotertechnologie wird kommen und so weiter, bald wird die schöne Situation kommen, dass Roboter bauen.
Und in dem Moment können wir, viele von uns können mal Feierabend machen für die 50 oder 100 Jahre, keine Ahnung wann. Und dann ist es schon so, dass wir schauen, dass die Leute eigentlich ein Grundeinkommen haben, unabhängig von der Leistung. Und dass man sich über einen Landwertetax finanzieren könnte und man natürlich unglaublich viel sparen würde. Nämlich bei all diesen Scheissämtern, die da wirklich ineffizient wie nichts, jeden Franken, den sie in der Sozialhilfe geben, dreimal überlegen, wer kommt jetzt wie viel über. Also, wahrscheinlich hätte man 100'000 Arbeitskräfte in der Schweiz weniger beschäftigt, die nur blöd Dummheit machen. Keine Wertschöpfung bringen. Keine Wertschöpfung bringen, genau. Okay. Und da sehe ich den Charme dahinter von der Land Value Tax, wie das andere Steuern wir abschaffen und beim passiven Grundeinkommen, wie man das, wer kommt jetzt wie viel über, nicht mehr diskutieren, weil einfach alle gleich viel überkommen. Ja, und nehmen jetzt das schnell auf, das passive Grundeinkommen oder mehr die, Basic Minimum Income, wo man auch mal darüber abgestimmt hat hier in der Schweiz. Ich habe es befürwortet auf der Sicht her, dass der Zwang zur Arbeit wegfällt. Also wenn ich das Grundeinkommen habe, dann muss ich mich nicht alltag verkaufen. Meine Arbeitskraft. Mhm. Und da hast du verschiedene Aspekte drauf. Erstens muss ich weniger arbeiten. Ich muss nicht mehr 5 Tage arbeiten. 3 Tage länger. 4, wenn ich Ferrari will, unbedingt. Damit, das ist ein guter Lohn, wenn Tag Arbeit Unterschied der Ferrari ausmacht. Ja, der Mechaniker oder Ferrari vielleicht nicht mehr so teuer ist. Ah, stimmt. Ja, hast du ja auch wieder Autobauer in der Schweiz, Leute, die plötzlich wieder ein Auto herstellen. Also, ich muss weniger arbeiten oder tue weniger arbeiten. Hm? Und damit gibt es mehr Arbeitsmöglichkeiten für andere. Mhm. Also, solche, die jetzt auf der Arbeitslosen sind, haben plötzlich auch wieder die Möglichkeit zu arbeiten. Bei Bodenwertsteuer, da hat der Henry George, der sehr gross war, er hat 1850 zu Amerika ziemlich Furore gemacht, oder weltweit. Er hat sein Buch «Fortschritt und Armut». Warum bei dem Fortschritt, den wir haben, bei dem Reichtum, der eigentlich kommen ist, haben wir dermaßen Armut? Wenn du dort drinnen liest, es ist quasi eins zu eins zu der Situation, die wir heute haben. Warum hat es so eine Elite, so eine kleine Elite, die so viel hat und die das riesen Elend rundherum? Jetzt wird es spannend, ja. Jetzt sind wir beim Lieblingsthema. Was ist dein Lieblingsthema? Also eigentlich genau das. Ich hatte das auch schon am Massen Schneider gefahren gehabt. Wir haben in den 70er Jahren, mein Vater, Kleinunternehmer, der hat genug Geld heimgebracht für die ganze Familie. Mhm. Und es hat mir eine Nachbarsfamilie gehabt, der hat einen Vater 15 Ofen gehabt. Mhm. Und ich weiß, wie das gegangen ist, wahrscheinlich auch mit staatlicher Unterstützung oder so. Auf jeden Fall, wenn wir sagen, ist in einer normalen Familie in den 70er Jahren, 60er, 50er Jahren, ist der Vater arbeiten, die Frau hat den Haushalt gemacht. Und dort haben wir keine Waschmaschine gehabt, dort haben wir keinen Computer gehabt, dort hat nicht jeder ein Auto gehabt. Da ist eine massiv schlechtere Produktivität gehabt. Man kann auch sagen, wir haben einen schlechteren Lebensstandard gehabt. Wir haben nur 17 Grad oder 18 Grad in der Wohnung gehabt, nicht 23 Grad und so weiter. Aber grundsätzlich... Du bist heute noch Happen anhalten, oder? Genau. Grundsätzlich haben wir eine unglaubliche Produktivitätssteigerung in den letzten 50 Jahren. Eine unglaubliche Produktivitätssteigerung. Wenn du dir überlegst, wenn man früher einen guten Film schauen kann, hat man seine Videothek gehabt, wieder heimgekommen. Heute macht man das über Knopfdruck. Und trotzdem ist es so, dass heute Mutter und Vater beide müssen, nicht das wollen, viele würden auch nicht wollen, sondern sie hat das Wollen verkauft, dass die Frau jetzt das auch müssen wollen, aber Wahrheit müssen sie jetzt auch arbeiten, um die Familie durchzubringen. Weil, wieso? Wahrscheinlich, weil einerseits die Steuern so hoch werden, andererseits über die Inflation so viel Wertschöpfung... Was so hohe Steuern ist, jawohl. Genau, wenn auch Diebstahl ist, oder? Das ist jetzt wirklich Diebstahl. Ja. Bei den Steuern bin ich nicht so sicher. Bei Inflation bin ich ganz sicher, dass es Diebstahl ist. Und die Inflation ist nicht einfach immer nur 1-2%, wie uns gesagt hat, sondern es ist viel höher, weil die Produktivität müsste dazu führen, dass wir Deflation haben. Dass wir pro Jahr vielleicht 2-3% Deflation hätten. Und wenn wir stattdessen 2% Inflation haben, hätten wir uns jedes Jahr zu den Steuern dann nochmal 5% gestohlen. Jedem von uns. Oder? Und das ist ein ganz spannendes Thema für mich. Wie kann es sein, dass wir früher noch, klar, unter schlechteren Umständen, hätte können einfach einen Familienvater haben, der Kohle heimträgt für alle. Und heute geht das einfach nicht mehr. Obwohl wir eben Robotertechnologie haben, Internet, alles Mögliche, was besser geworden ist. Und trotzdem haben die Bike krüppeln, wie gestört, und alle haben Burnout und sind gestresst. Das ist eine ganz gute Frage, die ich noch nicht abschließend beantwortet habe. Also, du schon? Ja, ich weiß nicht. Ja.
ist dir bekannt, was die Rockefellers gemacht haben mit der Women's Liberation, mit der Frauenbewegung? Erzähl, nein, ich weiss nichts von dem. Hast du noch nie gehört? Mm-hmm. Nicht. Also die Rockefeller haben in den 60er haben sie gesagt, ist nicht gut, dass die Frauen nicht, dass wir die nicht besteuern können. Also wir müssen es irgendwie schaffen, dass die Frauen gehen arbeiten, dann können wir so besteuern. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, wenn die Frau auch geht arbeiten, ausser Haus, dann haben wir mehr Kontrollen über die Kinder. Und das siehst du heute mit den Kitas oder was. Die Kinder werden mit zwei oder schon vorher abgeschoben. Sie sehen den ganzen Tag irgendwelche fremden Menschen, aber nicht den älteren Teil. Also die Rockefeller sind dahinter, hinter der Women's Liberation. Die haben das gesponsert, damit man eben die Arbeit, die vorher die Frau gemacht hat, ich will es nicht limitieren aufs Waschen oder was, all die Arbeit ist nicht bezahlt worden. Hast du es nicht besteuern können. Und so hast du jetzt viel mehr Kontrolle. Jetzt sollst du die Frauen arbeiten mit dem Versteuern und dann hast du Kita oder, oh. Und die kannst du versteuern? Die kannst du auch versteuern, aber dort geht es noch mehr darum. Und was hat das mit dem Rockefeller zu tun? Profitiert denn der den Steuern? Zerstörung von Gesellschaft, Zerstörung von Familie. Das ist das Ziel der Rockefellers? Das ist, ja. Das findest du relativ easy, wenn du das ein bisschen nachschaust. Ja. Mhm. Wieso willst du das zerstören? Weil sie in der Elite sind 0,01%. Die brauchen nicht so viele andere Menschen auf dieser Welt. Und noch ist, eine intakte Familie ist stark. Die Familie willst du zerstören. Das macht Totalitarismus, Kommunismus. Macht es viel einfacher, ja. Die machen das, oder? Die wollen die Familie zerstören. Die Corona-Zeit haben wir es gesehen, dass man gespalten hat. Jetzt mit Russland spaltet man wieder. Man spaltet und spaltet. Ja. Immer kleinere Stückchen. Also es ist wirklich, das findest du relativ easy, dass die Rockefeller das haben wollen. Gut, ich glaube, dass sie das finden. Oder? Und heute hast du ja, noch eins. Aber der Henry George, 1850, 170 Jahre jetzt schon bald oder was, hat der gesagt, mit der Bodenwertsteuer musst du noch einen halben Tag arbeiten. Jetzt nimmst du die Produktionssteigerung. Das glaube ich nicht. Ich glaube es. Irgendjemand muss die Sachen herstellen, damit wir es haben. Ja. Wenn ich einen halben Tag arbeiten, dann haben wir nicht mehr alles, was wir jetzt haben. Sag jetzt mal, die Hälfte von dem, was wir haben, brauchen wir vielleicht nicht. Aber, das stimmt. Ja. Aber man kann nicht sagen, es wäre einfach gleich produktiv. Ist ja klar, wenn man nur ein Zettel arbeitet. Anders, nein, heute muss ich ja arbeiten. Also heute wird viel Zeug hergestellt und gemacht, wo nicht gut ist, weder für uns Menschen noch für die Umwelt. Ja, aber jetzt wird es mal schwammig. Also wenn der 1850 gesagt hat, wir können entweder Text haben, alle nur 10% arbeiten. Ja. Wenn wir nur noch 10% arbeiten würden, dann hätten wir vielleicht noch 20%, wenn wir jetzt das aufwundert, von den Sachen, die wir jetzt haben. Weil wenn wir die Sachen nicht herstellen, haben wir keine Sachen. Ja, aber schau dir die Situation an vom Arbeitenden. Oder die Armut, das Elend in den... Aber ein anderes Thema. Kennst du so Fabrikbilder oder irgendetwas? Ja, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben einfach 5-mal weniger oder 10-mal weniger Sachen, wenn wir 10-mal weniger arbeiten. Ja, also jetzt gerade im Staat wäre es auch sehr positiv, nicht, wenn wir 10-mal weniger Sachen hätten. Weil es keinen Wert schöpft. Aber wenn wir 10%, wenn wir bei den Wertschöpfungsgesellschaften, sage ich mal, die Wert schöpfen, nur noch 10% Arbeit haben, weil 90% nur noch von rumhocken, dann haben wir 10% weniger, haben wir 90% weniger Wertschöpfung. Dann haben wir zwingendermaßen. Nicht wirklich. Wieso nicht? Noch ist vieles Zeug, wo man ist, ist eigentlich wertloser Schrott. Vieles Zeug, das gekauft wird, das konsumiert wird, das kaufst. Das findest jetzt du. Aber der das kauft, findet das jetzt lässig, dass er das kaufen kann? Ja, der kann schauen, der muss eben am Dienstag auch noch arbeiten. Wenn das alles kaufen willst, wenn du sonst zufriedener bist mit deinem Leben und mehr Sinn hast in deinem Leben, brauchst du das nicht mehr. Ich glaube, da machst du es dort zu leicht mit dem Argument. Nein. Oder wenn wir einfach sagen, wir arbeiten nur 10%, am Schluss haben wir 90% nicht mehr. Und dann kannst du sagen, wir brauchen 90% nicht. Welche 90% brauchen wir nicht? Der Beschrifter von meinem Strick-TV-Studio, ja. Den brauchen wir nicht mehr.
Oder der Vorhang oder der Buch nur 10% verdaut. Jetzt bin ich ein bisschen böse vielleicht. Nein, das brauchen wir nicht mehr. Weil es hätte ich gar nicht gebraucht, weil der Seich, den ich da durchgezogen habe. Stimmt, Stricker-TV bräuchte es dann nicht. Du das hast stimmt. dort angefangen, ich habe dich da bewundert, wie du da auf die Straße gegangen bist, wie du dort symbolisch quasi hast verhaften und so weiter. Ich bin nie verhaftet, auch nur festgesetzt. Ja. Aber es hat gelangt. Du musst auch einen Ausweis müssen zeigen, ausweisen und so. Ja. Und dann ist ein Bus wieder gekommen, hat man da auch wieder in den Hosensack hineingegriffen. Ausweisen, wegweisen, da hat es gegeben, ja. Das wäre alles nicht nötig gewesen. Das stimmt, aber das ist jetzt schlau von dir formuliert, aber du weißt, was ich meine. Jemand findet den Vorhang wichtig, jemand findet den Boden, den Teppich wichtig, ein anderer will die Lampe haben. Das ist ja deine Sache, hast du alles haben, was du... Aber nicht, wenn wir nur noch 10% arbeiten. Mal, wo du honorierst, nennen, wenn du das überkommst. Also du, wie soll ich sagen, ist wieder Angebot und Nachfrage, wenn du das willst. So haben wir es jetzt, Angebot und Nachfrage. Die Leute arbeiten wie Sau, damit sie all den Shishimishi kaufen und von China importieren. Nein, sie arbeiten 80% für das Staat. System zu unterhalten. Es gibt den Robert Breedlove, das ist so ein Freedom Maximalist, so ein Bitcoin-Befürworter, der gesagt hat, Ein Sklav ist definiert dadurch, dass er 100% von der Früchte von seiner Arbeit abliefern muss. Und jemand, der 0% von der Früchte von seiner Arbeit abliefern, ist ein freier Mensch. Und man kann dann selber den Schluss ziehen, was wir sind, wenn wir über 50% von unserer Früchte von seiner Arbeit müssen abliefern müssen. Das ist sehr richtig. Da gibt es eine schöne Geschichte, wo ich auch über Bodenwertsteuer irgendwo finde, so in der Literatur. Wenn du Sklavenhalter bist, wenn du Sklaven hast, das bedeutet Ärger. Da musst du noch einen haben, der ein bisschen Peitschen führt. Und musst noch schauen, wenn sie krank sind. Musst denen noch Hodeln geben zum Anlegen und so weiter und so fort. Und sie arbeiten murrig. Ja. Haben nicht Freude am Arbeiten. Nein, sie sind nicht produktiv. Es ist dann wie... Mir gefällt die sehr nüchterne Betrachtung von einem sehr schlimmen Zustand. Das ist Gedankenfreiheit. Ich liebe, wie du das formuliert hast. Wirklich, Respekt. Gut. Also, hast murige Sklaven. Ja, es ist wie, oder Produktivität stimmt nicht. Wenn du nicht immer eins mit der Page hinten drauf haust, tun die nicht Kotten pflücken oder irgendwas genau. auch immer machen. Also findest du einen Arbeiter, der 80% Steuern zahlt. Dann machst du eine grosse Versammlung, lässt alle Sklaven ein da, und dann sagst du so. Jetzt seid ihr, wir machen jetzt das anders, ihr seid jetzt frei. Und viele Sklaven haben ja nachher nicht weitergeschafft, nicht viele, aber es hat es aber öfters gegeben, dass Sklaven einfach weitergeschafft haben im Arbeitnehmerverhältnis am gleichen Ort. Ja, jetzt tust du einfach nennen, für das Hütchen, wo sie drinnen wohnen, verlangst Miete, machst ein Lädchen, können sie wieder bei dir kommen, es kommt auch wieder zu dir. Mhm. Sie sind zufriedener, sie arbeiten besser. Und sie haben auch Wettbewerb untereinander, sie müssen gut arbeiten. Gut, da jetzt bei den Sklaven auch müssen, also da weiss nicht, ob das ein Argument ist. Aber ich sehe die Idee. Oder das andere ist so... Das heisst, du tust... Entschuldigung, ich habe gerade gehört, der Unterschied vom Totalitarismus zu der Diktatur ist der, dass der Diktator grundsätzlich will, dass den Leuten einigermaßen gut geht, damit sie rebellieren. Es geht ihm eh alles. Oder? Und wenn das einigermaßen gut geht, mit dem Totalitarismus ist es anders. Der frisst seine eigenen Kinder, oder? Wie die Revolution. Das heisst also, bei totalitären Tendenzen ist es oft so, dass am Schluss alle gefressen werden, inklusive dem Diktator manchmal sogar, und das Ganze geht dann einfach weiter. Und ja, da kann ich einfach schon die Klammern aufmachen. Und du sagst jetzt quasi dem, dass wir da Sklaven befreit haben, einfach einen scheiß Lohn geben, und dann könntest du bei unserem Lädchen kaufen, in unserem Häuschen schlafen und so weiter. Am Schluss bist du eigentlich am gleichen Ort, aber sie sind nicht mehr so murrig. Sie sind nicht mehr so murrig, sie sind produktiver, du gewinnst. Also, sie sind einfach depressiv statt murrig. Das andere, ja, das ist ja auch wieder gut, dann kannst du wieder ein bisschen Medikament verkaufen. Genau. Dann kannst du irgendeine Ärztegilde führen, nicht? Also, ich sehe es, ja. Wo in der Bahnhofstrasse einquartiert ist, wo du wieder kontrollierst. Zweite Geschichte, was es so ähnlich geht wie das mit den Sklaven. Robinson Crusoe, kennt glaube ich auch jeder, he? Ist schon auf der Insel und irgendwann am Freitag wird noch einer angeschwemmt. Und anstelle, dass jetzt den nimmst, eben wieder als Sklaven draussen, ist, jo, hey, Sally Freitag, wunderschön bist du hier, ist die Menschenrechtsdeklaration, du bist frei, du kannst machen, weiss nicht was alles. Kannst du hier wohnen,
Es kostet einfach 2 Kokosnüsse pro Woche. Und er bringt er 2 Kokosnüsse, dann siehst du aber, dass er 10 sammelt. Dann sagst du, macht jetzt 8 Kokosnüsse. Mhm. Er ist dann einfach genau gleich der Sklave, wie er vorher gewesen wäre. Nur, dass du ihm noch gezeigt hast, du bist Menschenrechtsdeklaration, du bist absolut frei. Das ist ein bisschen zynisch. Aber ich sehe die Idee dahinter. Es ist eine zynische Welt. Ja. Es ist absolut zynisch, was heutzutage abläuft. Jetzt haben wir das Ukraine-Theater, damit wir ja auch nicht über die Pandemie mehr reden und über die Verbrechen, die da passiert sind, und die Leute wieder in Angst hineinfuhrwerken. Ja. Und wieder kannst du plündern, indem du Milliarden verteilst. Und wieder kannst du plündern und die Schweiz... Als ich gehört habe, was wir mit denen jetzt hier Sanktionen mit unterstützen oder was, habe ich gesagt, ach, kann ich meine 17 Wochen Rekrutenschule zurück haben? Ja, nein, das 17 Wochen von meinem Leben habe ich hier in einem Scheins- neutralen Land dient, Demokratie und weiss nicht was verteidigt, und ihr macht jetzt hier Sanktionen gegen den bösen, scheinbar bösen Putin. Geht doch nicht. Jetzt müssen wir machen wie ich. Zum Dr. Maurer an der Zeltstrasse, glaube ich, in Zürich gehen und dich wegschreiben lassen. Zum Psychiater. Ja, habe ich nicht wollen. Oder bin dann nicht dort gewesen und so etwas hat gemacht. Ja. So wie ich heute auch nicht zum Doktor gegangen bin, mir ein Zertifikat geben. Mhm. Ich habe nie Masken angehabt. Oder einfach, jetzt Notfall. Flugzeug, Spital. Geflogen bin ich nicht mehr, Spital bin ich auch nie.